ein wesentlicher Ansatz war eben zu sagen, Araki ist nicht nur irgendwie ein Fotograf, der sich mit nackten Körpern auseinandersetzt, sondern eben auch jemand, der ein toller Straßenfotograf war und ist und eben auch jemand, der sich mit gesellschaftlichen Differenzen, gesellschaftskritisch auseinandersetzt und da eben tabuisierte Themen einsetzt. Wir zeigen sehr frühe Vintage-Fotografien von 1965 bis Anfang der 70er Jahre, wo im Zentrum seine Frau steht. Die Liebe zu seiner Frau, die Hochzeitsreise, die er schon Sentimental Journey nennt, und dann die Winter Journey, wo er den Tod der Frau beschreibt oder fotografiert und festhält. Das ist der Kern der Ausstellung.